Ja, gestern war ja Vorspeisentag und ich kann nur sagen, da wurde optisch nochmal richtig, richtig Gas gegeben. Wunderschöne, vielfältige Vorspeisen, die sich da präsentiert haben. Also das war schon ziemlich gut. Das Gesamtpaket war sehr, sehr stimmig. Es ist keiner jetzt irgendwie spektakulär aus der Reihe getanzt, dass irgendwas. Es waren alles 5 schöne Vorspeisen. Ja, große Gewinnerin der Vorspeisen-Challenge gestern war Simona. Juhu! Simona hat wirklich wunderbar auf den Punkt gebratene Jakobsmuscheln gehabt. Dazu wunderbare Auberginenkreationen. Das war gut umgesetzt, da war kein Fehler dabei. Das war geschmacklich wirklich sehr, sehr fein, auch optisch. So kann für mich eine warme Fischvorspeise sein. Auf jeden Fall die gebratenen Jakobsmuscheln ist der Tagessieg. Mit einem Stern kann man das auf jeden Fall bewerten. Wenn ich Tester wäre, würde ich es als Sternegericht wirklich sagen, weil es wirklich geschmacklich am Punkt war. Hut ab, richtig gut. Dass Richard mir einen Stern gibt, das freut mich. Ja, leider musste Konrad uns verlassen. Konrad hatte ja etwas sehr Experimentelles sich überlegt, hatte eine wunderbare Lachsforelle, die er mit der Räucherpistole geräuchert hat. Leider ist das, glaube ich, vielleicht liegt es auch daran, dass er nicht ganz so viel geübt hat. Die ist dann eben tatsächlich doch eher trocken rübergekommen. Der Fisch ist da einfach ein bisschen zu viel durch. Das ist leider so, wenn den ist für mich der Saganaki weiter, auch wenn es vielleicht ein wenig einfacher ist. Saganaki kommt weiter. Leider, leider, hätte ich nie gedacht. Wir haben alle mitgefiebert, fehlt in der Truppe, absolut. Gönn das auch dem Willi, der ist ein Top-Typ und hat heute eine gute Leistung gezeigt. Und ja, war eine knappe Kiste, aber ich kann damit gut leben und hatte viel Spaß hier bei der Küchenschlacht. Ganz knapp hat's gereicht. Weiter! Weiter! Juhu! Man möchte immer weiterkommen und ich ganz besonders. Ja, heute ist Veggie-Tag. Das haben wir ja mittlerweile schon richtig zur Institution gemacht bei der Küchenschlacht. Also zu Hause gibt es meistens, aber eher so durch Zufall vegetarisch. Wir kochen sehr viel vegetarisch. Das ist eigentlich nicht mein Fachgebiet, aber ich versuche mich heute mal an einem Käsetaler. Jetzt wird es vegetarisch in unserer Küchenschlachtküche und unsere Kandidaten, die sind schon bereit. Willkommen zur Küchenschlacht. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ja, heute ist Mittwoch und ich glaube, jeder hat es schon mittlerweile mitbekommen. Mittwoch ist jetzt nämlich immer unser Veggie-Tag. Das heißt, es gibt ausschließlich vegetarische Küche, Fisch und Fleisch los. Und da man da ja noch kreativer sein muss, als wenn man das mitverarbeitet, sage ich jetzt mal an die Töpfe, fertig, los. Ja, vegetarisch ist, glaube ich, kein Trend mehr, sondern ist einfach tatsächlich immer, immer beliebter. Und der eine sagt, ich will es ganz extrem, ich möchte vegan. Das ist natürlich noch mal ein bisschen eine andere Geschichte. Aber vegetarisch kann heutzutage richtig viel Spaß machen. Also ich weiß, dass wir immer wieder darüber sprechen, gerade jetzt wieder mit meinem Freund Johann, der sagt, ach, weißt du was, überleg mal, vor 20 Jahren, da hat man entweder, wenn man vegetarisch im Restaurant essen wollte, ein gemischten Salat bekommen und danach eine Gemüseplatte. Heute gibt es so viele Möglichkeiten, richtig, richtig kreativ und spannend vegetarisch zu kochen. Und von daher bin ich natürlich auch riesig gespannt darauf, was sich hier meine 4 Kandidatinnen und Kandidaten haben einfallen lassen. Ja, und dann haben wir überlegt, welcher Juror könnte denn jetzt in diese Sendung passen? Und ich freue mich riesig, dass wir nachher Robin Pietsch aus Wernigerode, also Sachsen-Anhalt, begrüßen dürfen. Sternekoch, sogar Konditorenmeister, also einer, der sich wirklich auskennt und entscheiden wird, wer von den 4 uns verlassen muss oder eben vor allen Dingen in die nächste Runde darf. So, Robin Pietsch kommt ja heute als Juror, junger Koch. Ein guter Koch, ein sehr guter Koch, sehr gerechte Urteile. Man muss schon sehr fein und nuanciert abschmecken, um so ein vegetarisches Gericht einfach in Einklang zu bringen. Weil wenn man so ein gutes Stück Fleisch hat, da kommt nur Salz und Pfeffer drauf, dann ist das fertig. Aber wenn man so eine schöne Kreation aus ganz vielen vegetarischen Sachen hat, dann muss man natürlich auch ein kleines bisschen eine gute Würzhand haben. Ich glaube, der ist schon sehr anspruchsvoll, was die Gerichte angeht. Und hoffe, es schmeckt Ihnen. Also, liebe Ulrike, bis jetzt lief es doch ganz rund, ne? Ich bin ganz zufrieden. Oder? Ich stehe hier noch. Also, ich muss feststellen, dass du auch in jeder Runde so ein bisschen entspannter wirst. Na. Oder ist das eine optische Täuschung? Na, mal gucken. Gestern großartiges Kressesüppchen gezaubert. Pfannenbrot war eher wie ein Pfannenkeks. Kam aber sehr gut rüber mit dieser Butternote, oder? Ja, ich fand dann doch auch, er war mir wohlgesonnen.
Wie auch immer, es hat ihm geschmeckt. Und das ist ja tatsächlich am Ende das Wichtigste. Wie geht's heute in der vegetarischen Variante weiter? Also heute auch für mich spannend. Es ist ein Zucchini-Päckchen mit Dinkelschrot. Und ich finde, der Dinkelschrot ist durchaus auch ein Fleischersatz. Und das, was ich jetzt mache, mache ich in der Grillpfanne, ist aber auch geeignet für den Grill. Und das finde ich eigentlich auch eine schöne Sache, das auch mal so nachzukochen, weil das ist, also ich habe es verschiedene Male jetzt an Nachbarn probieren lassen und die waren eigentlich alle ganz angetan. Ich hoffe, dass es mir auch wieder genauso gut gelingt wie damals. Ja, manchmal spielt ja auch ganz, ganz ordentlich der Kopf eine Rolle. Ja, absolut. Und wenn man es sonst immer mit Hackfleisch genossen hat, versucht man es halt jetzt mal mit Dinkelhackfleisch. Ja, ja. Da genau. Kann man es auch erkennen. Die sehen sehr, sehr schön aus, ich diese finde kleinen auch, ne? Zucchini-Päckchen. Und natürlich mit so einem Grillmuster macht es das Ganze noch mal attraktiver. Noch mal ein bisschen netter, ne? Mhm. Weil auch das natürlich immer eine große Rolle spielt, die Optik in der Küchenschlacht. Der erste Eindruck, den jeder unserer Juroren hat. Und von daher drücke ich mal weiter die Daumen, würde ich sagen. Ne? Ja, danke. liebe Bertha. Hi. Bertha, ich nenne sie noch mal unsere feurige Spanierin, hat immer sehr, sehr besondere und ja auch so ein bisschen mit spanischen Wurzeln behaftete Gerichte mitgebracht. Ja, richtig. Gestern ein sehr cooles, ist wirklich wie so kleine Tapas, so kleine Kochbananen-Tortillas. Wie hießen die nochmal? Tostones. Genau. dazu so eine schöne Kaviar aus Ceviche. Also hat dem Richard, glaube ich, Spaß gemacht. Ja, also es hat ja anscheinend geschmeckt, sonst wäre ich nicht hier. Aber ich habe mich sehr darüber gefreut. Ja, und heute geht es vegetarisch weiter. Was ja, gibt's genau. Da? Heute gibt es eine Thai-Sommerrolle mit einer Erdnuss-Ingwer-Soße und mit Mangosalat. Also es wird, ist sogar vegan in dem Fall. Also ist nichts dabei, was tierisches Ursprung hat. Das sieht doch sehr, sehr fein an. Und dann gucken wir mal, dann kann man sich's immer noch besser vorstellen. So hast du es zu Hause schon mal gekocht. Und genau. Es sieht, also wenn ich das sagen darf, das könnte man auch so im Restaurant sehen. Ja, es sieht tatsächlich sehr lecker aus. Ich merke gerade, mir fehlt eine Knoblauchzehe. Oh nein, es fehlt eine Knoblauchzehe. Also normalerweise haben wir hier immer welche. Du meinst eine Knoblauchzehe oder eine Knoblauchpresse? Zehe, tatsächlich. Dankeschön. Und gerettet, so schnell geht's. Danke. Siehst du, geht doch. Ja, also hört sich auf jeden Fall sehr, sehr fein an. Die Zutaten sehen toll aus. Und wenn es dann nebenbei auch noch vegan ist, sag mal, ohne dass man es merkt, ist ja auch klasse. Also von daher drücken wir weiter die Daumen. Dankeschön. Bertha, dass es so weitergeht und alles funktioniert. Und gehen mal rüber zu Willi. Ja. Willi, das war eine knappe Kiste gestern, ne? Das war eine ganz knappe Kiste, ja. Uiuiui. Also eigentlich vorgestern ja auch, ne? Eigentlich vorgestern auch schon. Also Willi hat alles gegeben hier in zwei Kühnschlachten, die wir ja schon geschlagen haben. Beim ersten Mal war es ein bisschen auf Kipp, weil die Schweinemedaillons doch ein bisschen trocken geraten waren. Ja. Gott sei Dank, in dem Fall hat Carsten, ich weiß nicht, was der gemacht hat, wie verliebt er war auf jeden Fall sehr verliebt, völlig versalzt, eine Quiche. Dein Glück sozusagen. Ja. Gestern hat mir da noch den Konrad stehen. Der hatte eigentlich ein sehr kreatives Gericht. Ja, ja. Ne? Mit dieser Rauchpistole, seine Lachsforelle. Ja, erstmal aromatisiert, aber dann doch auch ein bisschen zu heiß gegart. Ja. Somit kam die ein bisschen trocken rüber. Erzähl mal, was wird's geben? Einen Käse-Sesamtaler mache ich aus verschiedenen Käsesorten. Grundbasis ist ein heißer Roller. Dazu ein bisschen Parmesan, Gouda, Edamer für den Geschmack. Daraus möchte ich einen Taler formen. Der wird nochmal beidseitig in Sesam gestippt und dann in der Pfanne ausgebraten zum Schluss. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass er nicht verläuft. Den stelle ich nachher auf ein Spinatbett, einen jungen Spinat, den ich mit Zwiebeln und ein bisschen Muskatsalz, Pfeffer nachher abwürze. Und dazu gibt es einen Feldsalat mit einem Dressing mit Walnüssen und Trauben. Hört sich ziemlich lecker an. Da haben wir ein Bild, dann könnt ihr euch das auch alle vorstellen. Da fehlt zwar noch der Salat, aber so soll erstmal der Käsetaler goldgelb gebacken, den schönen Geschmack vom Sesam, das Ganze auf Spinat und dann noch einen erfrischenden kleinen Feldsalat. Ja.
Billy, ich kann nur sagen, ich drücke dir die Daumen, dass die Reise für dich weitergeht. Hört sich auf jeden Fall sehr fein und lecker an. Ich weiß gar nicht so genau, da in Sachsen-Anhalt wird auch gerne Harzer Rolle gegessen, oder? Das muss ja von da kommen. Würde ich mal sagen. Ja, ne? Da hoffe also ich mal. Deswegen kannst du eigentlich froh sein. Oder vielleicht auch nicht, weil sich der Robin so gut mit Harzer Käse auskennt, ja, dass er da vielleicht noch kritischer ist. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Tagessiegerin von gestern, Simona. Ja. Großartig, es hat wieder geklappt. Du hast jetzt schon zwei hammergrandiose Gerichte gezaubert. Gestern war es eine sehr, sehr elegante, feine Jakobsmuschel mit ein bisschen Aubergine. Es hat dem Richard, glaube ich, schon sehr, sehr gut gefallen, ne? Ja, es hat mich gefreut. Ja, jetzt gibt es eine vegetarische Version von dir. Ja, heute gibt es von mir Lauch-Bulgur-Buletten mit roter Beterschaum auf einer Kartoffelpüree. Und mit Kräutercreme fraiche. Hört sich sehr, sehr lecker an. Wir können es auch auf dem Foto uns noch mal anschauen, damit ihr mal seht, was da eigentlich alles so drin steckt. Also du machst es dir ja nicht leicht, ne? Das kann man nicht sagen. Ja, so bin ich halt. Ich mache mir immer schwer. Schon immer. Vor allen Dingen schreibst du auch noch alles auf, was es ja noch schwieriger macht. Wenn man nämlich nicht jede Komponente aufschreibt, dann fällt es auch nicht auf, wenn sie wegfällt. Wenn du natürlich jeden einzelnen Teil dazu schreibst, dann muss der natürlich auch auf dem Teller sein. Aber so ich bin es zuversichtlich. Und drücken dir die Daumen, damit es genauso gut schmeckt wie die letzten Tage. Ja, ich habe nur so nebenbei gedacht, also kennt ja vielleicht jeder von euch diese wunderbaren Cantuccini. Das ist ja eigentlich so ein italienisches Mandelgebäck, was man so ein bisschen in den Vin Santo taucht. Schmeckt unglaublich gut. Und ich habe gedacht, vielleicht könnte man das ja einfach mal so kreativer denken und ein bisschen neue Aromaten reinbringen. Und deswegen habe ich hier aus Mehl, Eiern, ein bisschen braunen Zucker, diesen wunderschönen getrockneten Tomaten in Olivenöl, gerösteten Pinienkern, diesen Teig hier zusammengeknetet. Lass den ein kleines bisschen ruhen und habe den jetzt hier im Ofen bei 220 Grad Ober-Unterhitze. Erstmal so im Ganzen angebacken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt wird der gleich in Streifen, so ungefähr 1 cm breite Streifen geschnitten, wenn er ein bisschen ausgekühlt ist. Und geht dann nochmal zurück in den Ofen, bis er wirklich so richtig schön trocken ist. Und ich kann einfach nur sagen, das ist für mich so ein bisschen Käsegebäckersatz. Schmeckt fantastisch, einfach auch mal so ganz kurz in so ein kleines Gläschen Rosé zum Beispiel getaucht oder. Und man kann da einfach ein bisschen mit experimentieren. Man könnte natürlich auch mal die Tomaten durch Oliven ersetzen oder vielleicht andere Nüsse, schöne Piemontese, Haselnüsse, Pinienkerne. Also gibt viele Möglichkeiten. Das wollte ich einfach nur mal so nebenbei hier zurechtzaubern. Ja, also das nur so nebenbei zu meiner mini kleinen vegetarischen Variante heute. Ja, und wer natürlich solche Dinge nachmachen möchte, auch wenn ich sie jetzt ja gar nicht so ausführlich gezeigt habe, auf unserer Homepage gibt es natürlich sowieso alle Rezepte. Nicht nur das der Tomaten-Cantuccini, sondern alle anderen vegetarischen und aus jeder Folge. Ganz klar. Ulrike, ja. Wie sieht's aus? Mit den Zucchini-Päckchen? Ja, da muss ja quasi so innen drin wie so eine Art gehackten Pampe, sage ich jetzt mal. Sie ist wirklich so ein bisschen pampig. Und ich forme da später zu meinen geschnittenen Zucchini-Scheiben. Da kommt jetzt noch Zitronen-Thymian dazu. Sag mal, Hackepampe, also sprich Ding, also das ist im Grunde wie so, als hättest du hier so ein gehacktes. Und das muss halt sehr gut abgeschmeckt werden, jetzt schon. Weil das wie hast du denn überhaupt die Pampe hingekriegt? Das ist Dinkelschrot, der mit Fond aufgekocht wird. Man lässt ihn quellen. Dinkelhack klingt interessant. Ich denke, das werden so Dinkelflocken sein, die dann vielleicht so ja, wie normales Gehacktes angemacht ist, mit ein bisschen Zwiebeln klein geschnitten, Salz, Pfeffer. Vielleicht ein Müh Knoblauch könnte da dazu passen. Ich muss natürlich ja so ein bisschen mit der Zeit kämpfen und alles etwas abkürzen, aber ich glaube... Das Gespräch mit mir oder die Zubereitung? Ja, und dann muss ich natürlich gucken, dass das auch
nach was schmeckt. Er schmeckt. Er schmeckt tatsächlich. Ich finde es gar nicht schlecht. Könnte man schon. Ja, das also ist auch super. Der Salzanteil, ich glaube, das stelle ich jetzt einfach zur Seite. So. Bertha, du machst ja keine Päckchen, aber du machst auch so was Eingepacktes. Ja, genau. Ist aber gerade irgendwie. Ja, man merkt, die Zeit läuft und es sind viele Sachen. Ja. Erzähl mal, wie kommst du an deine Röhrchen? Wie werden die gefüllt? Was hast du bis jetzt gemacht? Also bisher habe ich, also die Soße ist schon soweit. Ich mache gerade das Dressing für den Mangosalat, der ist auch schon bald soweit. Und dann bräuchte ich eigentlich, müsste ich nur noch mich um die Teigsommerrolle kümmern. Da kommen Erdnüsse, die muss ich noch klein machen und anrösten. Was hast du hier schon gemixt? Das sieht ja aus nach Erdnussbutter und... Ja, das ist Erdnussmus. Da kommt noch Chili rein, da kommt noch Knoblauch, Ingwer und dann wird es... alles zusammen mit ein bisschen Wasser und mit Ahornsirup. Und dann entsteht eine sehr leckere Erdnuss-Ingwer-Soße. Ich finde, Soßen sind ja so oder so, ob nun zeitlich oder geschmacklich, immer die schwierigsten Sachen, die man tatsächlich in der Küche machen kann. Und eine Erdnuss-Ingwer-Soße, da erwartet man natürlich, dass man auch genau das einfach herausschmeckt. Also so eigentlich so als kleiner Dip, oder? Ja, genau. Mhm. Und die Sommerrolle selber, was hast du da für Teigblätter, die du zum... Ja, die sind hier, die sind so Reisblätter, die werden jetzt noch in Wasser eingeweicht. Und wenn die in Wasser eingeweicht sind, kommt dann noch Tofu, der angebraten wird, in Sesamöl mit ein bisschen Salz und Pfeffergewürz, weil man, also ich will ja, dass der Geschmack von der Soße, mit dem man es isst, halt stark durchkommt. Und dann gibt es noch Thai-Basilikum, Minze und Koriander dazu. Und Pak Choi kommt auch noch rein. Also auf jeden Fall hast du noch einiges zu tun, das merke ich, weil sonst spricht sie immer ein bisschen mehr. Ja, das stimmt. Aber es läuft, ne? Ja. Ja, das ist doch das Wichtigste. Vielleicht ganz, ganz kurz hier mein kleiner Möchtegern-Cantuccini. Die sind tatsächlich jetzt schon so ein bisschen ausgekühlt. Und ich schneide die ungefähr in so dicke Scheiben. Guten Zentimeter. Und dann werden die von beiden Seiten, bis sie wirklich richtig, also die sollen auch richtig trocken werden. Die brauchen nicht mehr saftig zu sein. Ja, der Saft kommt ja dann tatsächlich durch das Dippen. Ob das ein Wein ist oder auch ein Sherry, passt natürlich auch wunderbar. Also alles, was man so gerne zum Aperitif trinkt. Und dann werden die nur noch mal ein bisschen nachgebacken. Hier kann man das sehen. Also Kürbiskerne, getrocknete Tomaten. Das setzen wir jetzt gleich einfach noch mal aufs Backblech drauf. Und nutzen die Gelegenheit, mal kurz rüber zu gehen zu Willi. Oh, sag mal, Simona, trinkst du jetzt? Ja. Macht schon hier den Sekt auf, bevor wir überhaupt fertig sind. Es war nur das Sprudelwasser. Okay. Aber ich könnte es ja mal trinken. Aber es sind alle wieder wach geworden. Ja. Aber das ist ja sowieso immer ein Phänomen in der Küchenschlacht. Also die erste Sendung ist die aufregendste, weil man sich natürlich auch erstmal in dieser Küche irgendwie zurechtfinden muss und so weiter. Aber plötzlich, so ab Mittwoch, ab Veggie-Tag, plötzlich wird es immer ruhiger, weil ihr doch ganz schön ehrgeizig seid, merke ich. Und irgendwie so ein bisschen mehr Perfektionismus, glaube ich, damit reinspielt. Also wenn du willst, Cornelia, kannst du auch gerne mal das probieren, ob dir das überhaupt schmeckt, wenn du Interesse hast. Ich habe immer Interesse am Abschmecken, das sowieso. Nutze jetzt die Zeit, bevor ich zu dir rüberkomme, Ulrike, die Cantuccini noch mal schnell wieder zurück in den Ofen zu geben. Ich das jetzt auch dass die da ein bisschen weiter backen können und dann komme ich zu dir rüber. Ich kann dir auch einen frischen Löffel, den nimmst du dir, glaube ich, selbst. Ich weiß nicht. Ja, ich bring meine... Bring deinen eigenen mit. Meinen eigenen Löffel mit. So, aber nutze die Gelegenheit, einmal kurz noch mal bei Willi nachzufragen. Willi, wie läuft's? Läuft. Ich habe Käsetaler. Käsetaler sind soweit fertig. Ich habe sie mit Sesam von beiden Seiten eingepudert. Also zuerst hast du, um überhaupt den Käsetaler zu bekommen, hast du drei verschiedene Käsesorten gerieben, oder? Gerieben, vermengt, bisschen abgewürzt mit Pfeffersalz. Dann erstmal ruhen lassen, dass die Masse ein bisschen härter wird, dass er mir in der Pfanne nicht zum Pfannkuchen wird. Und jetzt habe ich ihn oder brate ich ihn in Butterschmalz an von beiden Seiten und hoffe wirklich, dass er in Form bleibt. Deswegen habe ich mir mal einen gegönnt mit Ring und brate ihn im Ring, der andere liegt daneben, sodass das jetzt langsam ziehen kann. Nicht so viel Hitze, dass er gleich wegschmilzt,
hat man eine andere... Also sozusagen die deutsche Variante des gebackenen Camemberts. Sozusagen. Könnte man sagen. Aber es ist auch schon gehaltvoll, ne? Das ist gehaltvoll. Ein so ein Teil reicht völlig aus. Ja, ne? Ja. Wobei der Harzer ist ja einer der magersten Käse. Also es ist ein gesunder Käse, ja. Na, also ja. Von daher... Und der schmilzt jetzt auch nicht weg, wenn das in der Pfanne gebraten wird? Ich hoffe nicht. Also eigentlich nicht. Falls er wegschmilzt, stehe ich wieder da wie gestern und die drei Damen sind in der nächsten Runde alleine. Also wir drücken dir natürlich sehen. Die Daumen, also gerade hier gegen die ganzen Damen, dass wenigstens einer der Herren, der Letzte, uns erhalten bleibt. Das sieht sich echt pumpig aus, aber probier mal. Ja, stimmt, sieht echt pumpig aus. Aber ich meine, jetzt mal ganz doof gesagt, Ulrike, wenn ich jetzt das als Hackfleisch hätte, sieht es auch nicht besser aus. Ich sag's ja. Oder? Oder? Also von daher. Ich finde das als vegetarisches Hack schon ziemlich cool. Also da muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, das hätte ich nicht gedacht. Ist cool, ne? Ist richtig cool. Mit dem Fenchelsamen und Chili. Es sieht echt kacke aus. Ja, ne? Ich wollte es nicht so deutlich sagen, es sieht sehr bescheiden aus. Ja. Aber es schmeckt richtig gut. Deswegen hat auch eine sehr gute Würze. Das kannst du natürlich auch in Blüten, das kann man in alles packen. Man kann es auch mexikanisch machen mit anderen Gewürzen. Grundlegend ist halt der Schrot. Das ist wirklich gut. Das ist gut, ne? Also das kann ich nur empfehlen, das mal machen. Das schmeckt wirklich. Und ich bin ja gerade bei solchen Getreidesachen, denke ich auch manchmal so, oh nee, und das schmeckt dann immer so ein bisschen sehr gesund. Aber das schmeckt richtig lecker. Gut, bei Willi läuft's. Simona, wie sieht's bei dir aus? Bei mir sieht's gut aus. Die Kartoffeln kochen, der Schaum kocht. Ja, Bulgur-Bulette fange ich jetzt an. Also ich kann dir ja ein kleines Geheimnis verraten, denn unser Juror Robin liebt Buletten mit Kartoffelpüree. Kartoffelpüree, da muss ordentlich Butter dran. Das darf auf keinen Fall irgendwie mit einem Mixer oder so gemacht werden. Das muss immer durchgedrückt werden, damit die Stärke nicht verkleistert und es muss zum Schluss fluffig sein. Salz, Pfeffer, kleines bisschen Muskat und dann kannst du mir einen ganzen Topf Kartoffelpüree hinstellen, würde mir völlig reichen. Ach. Also somit könntest du ihn natürlich auch in der vegetarischen Variante und so wie ich dich bisher kennengelernt habe, wird auch das sehr gut schmecken, gut überzeugen können. Also wenn ich das richtig hinbekomme, dann bin ich... Dann hast du ihn. Dann hast du ihn, genau, dann habe ich ihn. Und was sagen die Käsetaler? Noch sind sie in Form. Ja, und bei dem einen machst du sicherheitshalber und lässt den Ring drum, ja. Ne? Ja. Mhm. Wie bist du auf dieses Rezept gekommen, Willi? Weil das, also ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Käsetaler mit drei verschiedenen Käse und mit Harzer gebraten in Sesam. Eigenkreation? Ja, hat sich einfach ergeben, weil das, ich gucke oft, was ist noch im Kühlschrank, was kann ich draus machen. Und dann hat mir mal irgendjemand gesagt, alles zusammenschmeißen und in die Pfanne. Und so habe ich den dann nach und nach, am Anfang ist er ganz weggelaufen, der Sesam hilft jetzt ein bisschen, dass er in Form bleibt. Aber du musst da jetzt nicht noch irgendwie mit Stärke arbeiten oder so, das hält wirklich so zusammen, ja. Ne? Ja. Okay. Ja, finde ich ja sowieso ein riesiges Thema, ne? Also was wir im Jahr wegschmeißen an Lebensmitteln, das ist so schlimm. Und ich sehe das auch leider bei meiner eigenen Tochter, die zwar schon erwachsen ist, aber wirklich, man guckt, die gucken nur noch aufs MHD und sagen, die Milch ist gestern abgelaufen, die kann ich nicht mehr trinken. Ja. Einfach mal schmecken, riechen, probieren oder vielleicht auch mal was aus Resten machen, weil das kann man ja wahrscheinlich auch mit anderen Käsesorten, was man einfach noch so da hat. Garantiert, ja. Ja, super. Ich sehe schon, die halten gut, oder? Die halten. Sehr gut, Willi. Ulrike, wie sieht's aus bei dir? Ja. Ja, okay. Wenn Ulrike ein bisschen ruhiger wird, dann wissen wir, dass sie jetzt doch ein bisschen noch was zu tun hat. Simona, bei dir die Bulgur-Buletten? Ich fange die an zu braten jetzt. Die brauchen wahrscheinlich lange, ne? Nö. Also aber schon ein bisschen Farbe dürfen die haben, oder? Genau. Okay. So, dass sie ein bisschen Kruste bekommen. Mhm. Und Bertha, bei dir? Ja, nicht so optimal wie gewünscht, aber noch ist die Hoffnung nicht verloren. Eingeweicht die Reisblätter in kaltem oder warmem Wasser? Im warmen Wasser. Im warmen Wasser. Allerdings ist die ein bisschen zu warm geworden, weil die Herdplatte warm war und es ist ein bisschen nichts geworden. Also es ist irgendwie, das macht mir grad, bereitet mir gerade ein bisschen Kopfschmerzen tatsächlich. Brauchst du noch mal eine größere Schüssel und gibst da noch ein bisschen kaltes Wasser drauf? Das wäre vielleicht ganz gut. Oder? Dann gebe ich dir doch mal hier... Oder ich gebe dir am besten hier so eine Pfanne. Guck mal, dann kannst du hier
mache dir da ein bisschen kaltes Wasser dazu. Und dann kannst du das selber von der Temperatur her vielleicht. Weil die ist wirklich tatsächlich sehr, sehr heiß, dass ich es nicht mal mit der Hand so wirklich anfassen kann. Stell dir das mal hier hin. Dann. Dankeschön. Na, auf jeden Fall. Leider nicht mehr viel Zeit. Ich guck mal hier ganz kurz nach meinem Cantuccini, weil ich habe so das Gefühl, dass ihr alle total froh seid, wenn ihr nicht mit mir sprechen müsst. Ja. Ich drehe die jetzt hier einfach einmal. Unsere Cantuccini, lass die noch mal 5 Minütchen auf der anderen Seite trocknen. Ja, okay, es sind ja nur noch 3 Minuten. Also ich stelle einfach mal den Ofen aus. Lass die hier in Ruhe. Und spare auch noch ein bisschen Energie. Bei Ulrike, die stellt noch mal schnell. Hast du noch mal heiß gestellt? Nee. Es ist eigentlich fertig. Das hört sich am besten an, eigentlich fertig. Simona dreht noch ein bisschen. Bertha kämpft noch ein bisschen. Hast du dir jetzt noch mal eins eingeweicht? Ja, ja, ich habe zumindest versucht, dass die halt gerade werden. Okay. Ja, das glaubt man immer nicht. Irgendwie sind die 35 Minuten immer viel, viel schneller rum, als man eigentlich denkt. Aber bei Willi läuft, ne? Ich bin im Moment sehr zufrieden, ja. Das hört sich gut an. Ja. Dann kannst du auch schon anfangen anzurichten, würde ich sagen. Jetzt. Gut abgeschmeckt, der Spinat? Ja. Salz, Pfeffer, Muskatnuss hast du. Muskat muss ich jetzt noch. Salz, Pfeffer ist schon dran. Sehr gut. Hier war sie irgendwo. Nee, Simona dreht noch. Ulrike kämpft mit dem letzten Zucchini. Dinkelhackfleischpäckchen. Das sieht gut aus. Ja. Auf dem Teller. Das ist natürlich die wie zu Hause. Aber ich denke, es ist okay. Zum letzten Probieren. 2 Minuten laufen. Fertig. Habt ihr an der Musik gehört? Simonas Bulgur-Buletten sehen super aus. Noch einmal von der anderen Seite. Rote-Bete-Schaum mixen. Willi richtet jetzt den Spinat an. Er wird noch ein bisschen ausgedrückt. Sehr gut. Hier waren Marco Cantuccini. Die letzten Glasnudeln bei Bertha werden eingerollt. Ja, das sieht ganz schön tricky aus. Ulrike, wenn du schon fertig bist, darfst du sogar schon nach vorne bringen. Ja, kann ich? Ja. Okay. Denn die letzte Minute läuft eh. An den richtigen Platz stellen. Der rote Beteschaum sieht auch gut aus, Simona. Sehr gut. Die erste ist fertig. Willi richtet auch an. Da kommen noch ein paar Walnüsse. Dann der Käse, Kartoffelpüree bei Simona. Letzten 20 laufen. Da kommt noch der Erdnussdip. Auch gut. Willi geht schon nach vorne. Super, letzten 6, 5, 4. 3, 2, 1. Das war's. Also für mich hat's, glaube ich, der Sesam-Käsetaler schwer. Jetzt vielleicht gar nicht wegen der Handwerklichkeit, sondern mir erschließt sich einfach das gesamte Gericht irgendwie noch nicht so ganz, was ich natürlich auf dem Teller nachher ändern kann. Und was sich sehr kreativ anhört, ist die Bulgur-Bulette mit dem Kartoffelpüree, rote Beete dazu, Creme fraiche. Das hört sich sehr spannend an, aber es muss ja schmecken. Ja, da stehen sie, unsere 4 fantastischen vegetarischen Gerichte. Die sehen wirklich toll aus. Simona, Bulgur-Buletten mit Kartoffelpüree und rote Beteschaum. Sieht toll aus. Bist du genauso toll zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Ich weiß nicht, wie richtig abgeschmeckt ist. Ich hatte keine Zeit mehr zu probieren. Die Zeit war sehr knapp, aber sonst habe ich alles hingebracht. Ja, ist alles auf dem Teller. Sesam-Käsetaler, Willi. Sehen doch klasse aus, oder? Ich bin sehr zufrieden. Ja? Spinat ist noch bissfest, der Taler
ist mir nicht so weggelaufen, wie ich am Anfang befürchtet hatte. Salat ist knackig, das Dressing, mir hat's geschmeckt. Und jetzt muss der Mann aus dem Harz testen, ob der Harzer Roller der richtige ist. Genau so machen wir das, Willi. Danke. Bertha, Thai-Sommerrolle, die war ganz schön zickig heute, ne? Ja, ja. Die Herdplatte, wo ich das Teller drauf hatte mit dem Wasser, die war irgendwie an, habe irgendwie... Ja, also so wirklich zufrieden bin ich nicht, weil ich weiß, die Sommerrolle, die kriege ich auf jeden Fall viel besser hin. Die ist jetzt so ein bisschen, naja, von der Form her könnte es definitiv schöner sein. Das könnte mir tatsächlich zum Verhängnis werden. Die Erdnusssoße ist gut und das Mangosalat auch. Also ich kann jetzt nur hoffen. Zucchini-Päckchen mit Dinkelhackfleisch, Ulrike. Was sagst du selber? Also sagen wir mal, mit Dinkelschrot, nicht mit Fleisch. Ja, genau, das, Entschuldigung, war ein Versprechen. Also ich finde das Innenleben von meinen Zucchini-Päckchen sehr lecker. Leider ist ein bisschen die Grillstruktur von dem Dinkelpäckchen missraten, aber okay, ich denke, damit kann ich leben. Ansonsten ist alles auf dem Teller. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Ja, jetzt dürfen wir uns riesig freuen auf unseren Harzer Roller, auf Robin Peach. Herzlich willkommen. Was hast du gerade gesagt? Harzer Roller, warum auch immer. Hallo zusammen. Hallo Robin. Aber du hast nicht ganz unrecht. Ich habe, glaube ich, eine kleine Harzer Rolle zugelegt in der letzten Zeit. Meinst du? Ja, ich glaube. Die Jacke, die spannt ganz schön. Nee, das hatte ich auch schon hier in der Küche. Ich dachte, die waschen nicht so heiß. So, fangen wir mal an. Vegetarisch gucken wir mal. Ich würde jetzt sagen, wir fangen bei der Lauch-Bulgur-Buletten an. Mit Rote-Bete-Schaum, Kartoffelpüree, mit Mandelblättchen und Kräutercreme fraiche. Also, schönes Farbspiel. Das sieht man natürlich gleich als allererstes. Ich fange auch mal so an, wie ich vorgelesen habe. Hier die Bulgur-Bulette. Hm. Da scheint auch schon ein bisschen Dill oder Petersilie mit drin zu sein, Zwiebeln, vielleicht ein ganz kleines bisschen Knoblauch. Gut abgeschmeckt, fluffig auch noch, also sehr lecker. Jetzt Kartoffelpüree, Königsklasse. Das muss so schmecken wie bei Oma. Schmeckt es auch, also hat eine ganz leichte Butternote. Da hätte man vielleicht ein kleines bisschen mehr Salz dran machen können. Aber sonst, das schmeckt wie bei Oma. Sehr lecker. Der rote Beete-Schaum. Der eine leichte Schärfe. Ein bisschen schärfer wird und schärfer. Aber sehr lecker. So, Kräutercreme fraiche. Auch das ist vernünftig abgeschmeckt. Wir haben hier die Mandeln dazu. Alles zusammen. Das ist ein stimmiges, sehr kreatives Gericht. Und schmeckt. Da gibt es nichts zu sagen. Sehr lecker. So, machen wir gleich mal hier weiter. Sesam-Käsetaler mit jungem Spinat und Feldsalat mit Weintrauben und Walnüssen. Jetzt verstehe ich das alles so ein bisschen. Ich wusste beim Lesen. Jetzt fängst du an zu verstehen. Jetzt fange ich an, es so ein bisschen zu verstehen. Also, wir haben hier den Käsetaler. Den mache ich jetzt einfach mal hier so ganz frisch in der Mitte auf. Da gucken wir mal rein. Ja. Okay. Das riecht tatsächlich ein bisschen. Nee, Harzkäse. Ist da Harzkäse drin? Oh, da ist volle Hütte Harzkäse drin. Korrigier mich. Ist da ein bisschen Harzkäse drin? Sonst hätte ich dich doch nie als Harzer Roller bezeichnet. Das klären wir nachher. Also. Schmeckt sehr gut, der Käsetaler. Es ist jetzt leider nicht so, dass es irgendwie kross ist. Und das ist halt sehr, sehr. Der Käse ist halt sehr, sehr fettig. Das scheint so ein bisschen geformt zu sein, vielleicht ein bisschen abgebunden mit Paniermehl und dann gewälzt in dem Sesam und dann ausgebacken oder ausfrittiert. Das ist halt sehr fettig. Geschmacklich ist das wirklich gut, auch der Spinat.
mit ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Salz, Pfeffer, einfach nur kurz angeschwitzt. Sehr vernünftig. So, jetzt haben wir hier den Feldsalat mit Weintrauben und Walnüssen. Hier ist ein ganz leichtes Oliven-Honigdressing dran. Die Walnüsse, die scheinen, da hätte ich mir gewünscht, dass sie vielleicht so ein bisschen karamellisiert sind. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das sieht jetzt geschmacklich nicht so mega toll aus. Aber es schmeckt irgendwie. Es schmeckt irgendwie. Ich probiere erst mal weiter, dann komme ich noch mal zu. Also dafür auch großen Applaus. In der Zeit weiß ich selber, was das halt heißt, hier zu kochen. So, Thai-Sommerrolle mit Erdnuss-Ingwer-Soße und Mango-Sesam-Salat. Ich fasse das jetzt einfach mal an. Wenn ich das zu Hause bestelle, nehme ich das genauso in der Hand. Ja, also das ist ordentlich gerollt. Hier fällt gar nichts auseinander. Hier sind ein paar Erdnüsse mit drin. Das scheint Tofu vielleicht hier noch ein bisschen zu sein. Minze. Ein bisschen hauchdünn geschnittene Gurke, Koriander. Hm. So, und dazu hier eigentlich der Dip. Hm. So. Das kommt jetzt einmal da wie zu Hause rein. Also, ich muss gestehen, wenn ich zu Hause mir mal Sommerrolle bestelle, bei einem sehr, sehr guten Thai, macht das keinen Unterschied tatsächlich. Also es ist extrem lecker, die Soße ist sehr gut abgeschmeckt. Es hat genau diesen Touch, den ich mir einfach vorstelle, wenn ich mir so ein Essen bestelle. Ja, mal gucken handwerklich, ob das dann im Vergleich zu dem Rest ankommt. Aber das ist erstmal geschmacklich sehr gut. Gucken wir noch mal bei dem Salat. Wir haben hier auch ein bisschen Karotten klein geschnitten. Hier die Mango, die ist schön reif. Gurke ist noch mit drin. Sesam, Chili. Schmeckt ein bisschen nach Sesamöl vielleicht. Jetzt haben wir noch frischen Koriander. Ein bisschen Lauchzwiebeln. Gar nichts auszurichten. Hier steht Thai-Sommerrolle mit dem Salat. Es schmeckt nach Thai, das schmeckt einfach nach mehr. Das ist ein geil gekochtes Gericht. Okay. So, jetzt Zucchini-Päckchen mit würziger Dinkelhackfüllung, gegrillter Paprika und Sour Cream. Das ist ein kleines, niedliches Päckchen, das stimmt. Schneiden wir einmal in der Mitte durch. So. Dann rein. Hm. Also, Zucchini außenrum, bisschen angebraten. Hier hat man irgendwie so eine leicht anisige Note mit drin. So wie Fenchel oder? Bisschen Fenchel ist ja mit drin. Fenchelsaat. Also, ich koste es erstmal hier nochmal ganz kurz. Hier wurde einfach die. Ist die abgezogen? Ja. Paprika von der Haut abgezogen, angegrillt. Also jetzt muss man sich vorstellen, wenn man das isst, man hat so schöne Röstaromen im Mund. Mm. Mm. Jetzt die Sour Cream, da kostet noch mal. Ja, schmeckt ein bisschen essiglastig tatsächlich, also so ein bisschen weißer Essig mit dazu gemacht worden ist. Ich muss das mal ganz kurz alles dreist zusammen probieren hier. Und zack, zack, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, das sieht man im Fernsehen immer nicht, aber hier fehlt mir an allem irgendwie ein kleines bisschen mehr Salz. Also schmeckt alles sehr flach, was überhaupt nicht böse gemeint sein soll. Aber hier hätte man wirklich noch ein bisschen mehr salzen können und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Pfeffer arbeiten können, weil es schmeckt tatsächlich, wenn man jetzt alles so in einen Mund nimmt. Ich habe eher so die Soße, die sehr
essiglastig ist, die alles so ein bisschen übertüncht. Was aber erst mal gar nicht so schlimm sein soll, in 35 Minuten das hier abzuliefern, finde ich immer wieder gut, deswegen auch hier. So, ich mache das jetzt ganz schnell und ganz einfach. Thai-Sommerrolle mit Erdnuss-Ingwer-Soße. Kommt weiter, da gibt's gar nichts. Das ist ein sehr leckeres Gericht. Dankeschön. Lauch-Bulgur-Buletten, auch hier, was hier alles noch gemacht worden ist, den Schaum, das Schäumchen hochgezogen, ich meine, Kartoffelpüree, auch da kann man was versauen, die Bulette gebraten. Vom Handwerklichen finde ich das auch sehr gut gemacht, deswegen geht auch mit weiter, sehr lecker. So, und jetzt sind wir bei der Portionsgröße, wo ich mich jetzt tatsächlich ein bisschen aufhänge. Es ist wirklich sehr, sehr viel dort drüben. Und ziemlich fettig. Und ich bin tatsächlich, auch wenn ich vorhin gesagt habe, ich habe eine kleine harte Rolle, aber ich achte tatsächlich so ein bisschen darauf, was ich esse. Und ich mag das gar nicht, wenn irgendwas in Fett schwimmt. Pommes, die in Fett schwimmen, das ist überhaupt nicht lecker. Ich kann es ganz einfach begründen. Hier würde ich mir jetzt Pfeffer und Salz einfach dazu bestellen und dann wäre das Gericht perfekt. Das Fett von dem Teller würde ich jetzt vielleicht nicht nochmal runterkriegen. Deswegen muss ich ehrlich sagen, würde ich Zucchini-Päckchen mitnehmen und sag trotzdem vielen Dank. Ja, Ulrike, da hast du ja richtig Glück gehabt, würde ich sagen. Aber das gehört auch immer ein bisschen dazu bei der Küchenschlacht. Willi, es ist so schade, jetzt ist deine Reise hier zu Ende. Liebe Zuschauer, Ihre Reise aber nicht. Wir werden nämlich morgen weiterfahren und zwar nach Bella Italia. Das ist unser Motto-Tag morgen. 14:15 Uhr wieder einschalten. Wir freuen uns drauf. Bis dann. Tschüss.